Zwei Gefangene schauen durch die Gitterstäbe in die Ferne. Der eine sieht den Dreck, der andere die Sterne. Habe ich letztens irgendwo gelesen und fand ich sehr schön und dachte, ich mache mal wieder ein Video dazu. Im Prinzip geht es darum, viele Menschen denken oder fühlen sich wie Gefangene. Sie müssen arbeiten, sie müssen die Familie versorgen, sie haben zu wenig Geld, um wirklich das zu tun, was ihnen gefällt. Und fühlen sich so ein bisschen wie Gefangene und denken, da kommen sie nicht raus. Und denken, wenn sie da rauskommen, sind sie glücklich. Aber sehen quasi nur den Dreck, aber nicht die Sterne. Also machen aus ihrer Situation nicht das Beste, was sie machen können. Das hat nicht immer nur mit Unwissenheit zu tun, sondern das hat auch oft mit dem Schmerzkörper zu tun, mit Kindheitserfahrungen, mit wurde ich als Kind wertgeschätzt oder habe ich als Kind erfahren, ich bin wenig wert oder gar nichts wert. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil daher kommt oft dieses Bedürfnis danach, der Erfahrung nach zu handeln oder auch toxische Partnerschaften. Ich wurde als Kind schlecht behandelt, deswegen suche ich mir weiterhin Menschen, die in mein Leben kommen, unbewusst, die mich auch schlecht behandeln. Ja? Und das führt dazu oft, dass wir den Dreck sehen, ja, und uns weiterhin unbewusst, willentlich in der Situation halten. Ja, obwohl wir eigentlich rational denken, wir wollen da raus und uns rational beschweren. Und wenn das wäre, dann. Ja? Aber das stimmt nicht. Wir würden uns selbst, wenn wir plötzlich ganz viel Geld hätten, immer wieder in diese Situation bringen. Also erstmal erkennen, ist da überhaupt ein Schmerzkörper? Ist da irgendein Trauma davon früher? Und sich damit erstmal beschäftigen. Und danach kann dann so dieses Wissen kommen. Ah, okay. Es geht auch anders, ja, so ein bisschen das spirituelle Wissen dahinter, das kann man dann anwenden, wenn man so ein bisschen durch die Emotion gegangen ist, sein inneres Kind geheilt hat, wie man so schön sagt, ja. Und dann kann man anfangen, die Dinge rationaler zu sehen und zu versuchen, ah, okay, hier kann ich meine Sichtweise ändern, ja, eine andere Brille aufsetzen, so ein bisschen. Und wenn man das tut, dann sieht man, selbst wenn man sich gefangen fühlt, ja, die Sterne. Und die sind wunderschön und wenn man das ein bisschen übt, dann sieht man fast immer nur noch die Sterne und ganz, ganz selten den Dreck. Und wenn man den Dreck mal sieht, dann ist es nur kurz, dann denkt man, ah, okay, hier ist ein Problem, hier ist ein Problem, dann versucht man das rational, dann denkt man, okay, hier ist die Lösung und danach vergisst man es wieder. Man ist also, jetzt ist das Handy einmal um sich selbst. So. Man sieht also nur, das ist dann nicht so tief emotional. Man kann damit dann rationaler umgehen und kann danach wieder in das Hier und Jetzt eintauchen, ja, so ein bisschen in sich die Sterne angucken und die Schönheit, die in jeder Lebenssituation und in jedem Bereich vorhanden ist, sehen. Ja, es gibt so viele Menschen, die beschweren sich andauernd über alles Mögliche und ich denke dann immer, ah, das muss nicht sein. Ja, jeder hat Probleme. Und ein guter Transformator ist auch, diese Probleme, die man hat, die helfen einem ja normalerweise. Ja? Die Probleme, die man hat, oder die Schicksalsschläge, die Unfälle, die Krankheiten, die Tragödien, helfen einem normalerweise, aus diesem Film auszubrechen und zu merken, oppala, so will ich nicht weitermachen, ich muss was ändern. Ja, der Schmerz ist der Transformator, die Angst ist der Transformator. Und viele Menschen nehmen dann eben die richtige Abzweigung und gehen dann so ein bisschen in die Heilung, in die Bewusstheit, in die, ah, okay, früher habe ich in einem Traum gelebt, also in einem Albtraum und mittlerweile, jetzt bin ich aufgewacht so langsam. Und das ist das Entscheidende daran. Und wenn wir das versuchen und die Schule des Lebens so ein bisschen auch als Schule betrachten, ja, und nicht, oh, warum ist mir das wieder passiert, und dann die falsche Abzweigung nehmen und dann noch tiefer in dieses Unbewusste hineintauchen, dann werden wir viel mehr bewusste, glückliche Menschen haben, die Sterne sehen. Und zu was führt das? Zu mehr Empathie, zu mehr Liebe, zu weniger Krieg, zu mehr Frieden, ja, zu all diesen Dingen. Denn es geht immer aus dem Individuum ins Kollektiv. Und dieses Kollektiv ist ja toxisch in vielerlei Hinsicht. Man merkt ja so, was alles passiert, aber das fängt immer beim Individuum an. Ja, diese Moral, die Ethik, die eigenen Überzeugungen aufrechtzuhalten, nicht
nicht etwas zu tun, was man nicht tun möchte oder was man selbst eigentlich als falsch erkennt, aber es nur tut, weil man sich selbst schon aufgegeben hat. Genau diese Dinge führen dann letztendlich zu den Kriegen, zu den Auseinandersetzungen, zu den toxischen Beziehungen, zu Missbrauch, zu schlechter Erziehung, zu Streit, wobei Streit ja eigentlich gut ist. Also wie gesagt, da kann man auch wieder zwei Abzweigungen nehmen bei einem Streit, genau wie nach einem Unfall. Ja? Streit gehört dazu. Wir sind abgekoppelt von unserem menschlichen Gefühl, was ist richtig, was ist stimmig. Wir sind so überlagert, dann noch mit unserem Schmerzkörper, dann noch mit dem Unwissen, ja, und mit der Konditionierung, wir brauchen materielle Sachen zum Kaufen, Geld, Urlaube, Kosmetik, eine Fettabsaugung, damit wir uns gut fühlen können und merken dann, irgendwie funktioniert es nicht, aber viele machen dann weiter und hören damit gar nicht mehr auf. Ja, also, das ein bisschen erkennen, allein schon so ein Blink reicht. Oh, das habe ich jetzt verstanden, das reicht oft schon, um dann sukzessive, dann arbeitet es in einem langsam. Ja, man muss aber immer mal wieder darauf zurückkommen, sich hinsetzen, in die Ruhe gehen und reinfühlen. Ja, ah, okay, das war das. Und dann tut sich das langsam, wie so eine kleine Blume, die wächst dann langsam und wird immer größer. Und irgendwann lebt man danach hauptsächlich zu 90% der Zeit und denkt irgendwann ein paar Jahre später, hoppala. Und dann passieren auch ganz tolle Dinge. Ja? Dann eröffnen sich einem Chancen, Möglichkeiten. Dann ist man plötzlich 3 Jahre danach irgendwo an einem Platz und denkt, hey, wie bin ich denn hierher gekommen? Wow, wie cool. Ja, das geht dann wie von alleine. Ja? Wenn man sich dem Leben öffnet, dann führt einen der Fluss des Lebens auch. Ja, wenn man sich dauernd wie so ein an so einem Ast festhält und der Strömung widerstehen will, dann führt das zu Unglück, Krankheit, Unfällen, alles Mögliche. Ja? Was nicht heißt, dass ein Unfall immer selbstverschuldet ist, aber es kann immer eine Chance zum Erwachen sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. So viel dazu von den White Cliffs of Dover. Ich denke, man sieht das Meer hinter mir. Wunderschön hier. Ja, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.